Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer kleinen Runde Killing Floor. Wir spielen heute Killing Floor im Aufgabenmodus. Und zwar die Karte Transit. Das ist die Karte aus dem Sommer-Event 2014. Und ja, ich dachte, wir fangen da mal mit an. Ich meine, es ist schon sehr lange her, wie ich die letzte Folge gemacht habe. Okay, gut. Wir warten mal noch 3 Minuten. Er will sich eben einen Kaffee trinken. Also sehen wir uns dann gleich wieder. So, unser Chappy ist wieder zurück. Und wir können auch gleich durchstarten hier. Ich bin hier als Berserker. Und ja, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo vielleicht eine Waffe finde. Wie eine Axt oder eine Machete oder sonst irgendwas. Denn als Berserker spielt man eigentlich nur mit Nahkampfwaffen. Aber dafür mache ich mit meinem Messer schön Schaden. Ich gucke mal, ob wir hier hinter irgendwas haben. Nein, leider nicht. Okay, das heißt, wir müssen uns durchschießen. Na, willst du sterben? Geht doch. So, hier haben wir die Schlüsselkarte. Ja, also mit 2 Waffen mag ich das eigentlich nicht so. Ich habe die halt nur aufgehoben, damit sie gleich verkauft werden kann und damit ich Knete habe. Und warum ihr euch jetzt wundert, wieso ich da jetzt nicht weiter drauf rumballer, wenn die ihren Kopf so geknickt haben, Nanu, wenn die ihren Kopf so geknickt haben, dann sterben die nach einer Zeit selber. Das finde ich relativ praktisch. Ich will dich heilen, nicht kitzeln. Halt still, ich versuche dir zu helfen. So, wir haben leider noch nicht genug. Die Axt, okay, damit könnte man was... Ja komm, wir kaufen uns mal die Axt. Scheiße, alles dasselbe. Ansonsten liegt hier nichts an Waffen rum. Hier liegt nichts. Ich gehe immer gern nochmal so alles durch und schaue, ob wir vielleicht hier irgendwas haben. Manchmal liegen auch ein paar Schutzwesten hier rum, was natürlich super praktisch ist. Aber leider liegt hier nichts, so wie es ausschaut. Nein. Na gut, sind doch die letzten paar Sekunden. Wir haben jetzt nochmal alles durchsucht. Ja, hier diese grünen kleinen Reagenzfläschchen. Davon müsst ihr 30 Stück hier in dem Level suchen. Und ja, wenn ihr das halt geschafft habt, bekommt ihr einen Erfolg. So, ich gucke hier schön alles ab nach Munition oder sonst irgendetwas, was man verkaufen kann später. Ich habe das diese Map natürlich schon gespielt, ganz klar. Diesen Charakter, Rachel Clamley, konntet ihr freischalten. My father fled on the train to Paris when he heard you coming, but he left behind an army of clones. I could use your help sabotaging this place before they get out. When I came to meet him, he was setting an explosive in a station to slow the authorities so he could escape. Maybe you could use it to blow the security doors. Genau, wir müssen jetzt den Sprengstoff suchen, um diese Tür hier zu aus dem Weg zu räumen. Zu entfernen. Und hier haben wir auch schon das Sprengstoff. Den Sprengstoff. Zack, den habe ich jetzt mal aufgehoben. Und jetzt warten wir einfach hier schön geduldig, bis alles da ist. Oh, lol. Puh. Kommt der einfach hier so von hinten, ey. So eine Sau. Zack. Du Saftsack. Ah, ich hasse diese Crawler. Die hüpfen so kacke. Oh, ich hätte nicht hier hingehen sollen. Ich hätte nicht hier hingehen sollen. Aber der Chappy, der kommt natürlich und rettet mich mal wieder. Ja. So, wir haben hier irgendwo noch eine Sirene. Okay, das war's.
Mal eben bedanken. Wie ging das so? Danke, Kumpel. Okay, okay. So, wir haben 600. Wir verkaufen mal die Axt. Können wir uns einen Katana leisten? Für eine Rüstung reicht das jetzt leider nicht. Das ist gar nicht gut. So. Halt still, ich versuch dir zu helfen. Er ist geheilt. Ich habe den Sprengstoff. Wir haben noch 20 Sekunden, um ein bisschen zu stöbern hier. Vielleicht finden wir noch irgendwas. An Munition, vielleicht eine Panzerung hier. Aber so wie das hier aussieht, leider nicht. Gut. Kein Ding, kein Ding. Dann würde ich sagen... platzieren wir den Sprengstoff. Und auf geht's. Haben wir hier irgendwas? Nichts. It's a highly unstable liquid that you can circulate through the facility to overheat the reactor core. Get to the water cooling room and pour the nitroglycerin into the system. Let me open the security door for you. Chappie hat das Nitroglycerin jetzt aufgehoben. Das müssen wir halt so schnell wie möglich in so eine Art Fass bringen. Ja, genau. Der Chappie ist halt leider jetzt ein bisschen langsamer wie ich, weil durch das Gewicht und so, ne? Ja, deswegen versuche ich ihm den Arsch von vorne freizuhalten. Haha. Und er kümmert sich halt um das, was hinter ihm ist. Natürlich alles ein bisschen einfacher, wenn man mit mehr Menschen zusammenspielt. Allerdings spawnen dann auch mehr Viecher. Ah. Perfekt. Supi. Okay. Jeb ist direkt da. Okay. Was war das? Okay, er spielt ein bisschen. So, ich halte mal hier die Augen auf. Und bis jetzt sieht doch alles ganz gut aus. Okay, da mal ein Spray. So, weiter geht's. Ich muss mich gleich mal heilen und wir sind doch schon fast am Ziel. So. Hier oben noch ein bisschen aufräumen. Und ganz schnell die Tür aufmachen. Mit der Scroll-Taste können wir aufschweißen. So, Tür ist auf. Und je schneller er das reinbringt, desto schneller sterben die Viecher hinter uns. Einfach so. Geschafft. Wenn ihr das unter 135 Sekunden schafft, bekommt ihr auch noch einen Erfolg. Das ist natürlich auch noch ziemlich cool. So, ich habe natürlich hier oben jetzt nichts. Hier haben wir einen Schrott, das ist ganz gut. Munition brauche ich glaube ich nicht. Weil ich bin ja Berserker. Aber naja. Gut, wir verkaufen jetzt die Schrott. Wir brauchen auf jeden Fall eine Panzerung, ganz klar. Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich schon gewappnet. Okay, er ist unten, dann gehe ich nach oben. Wir haben hier zwei Punkte, wo geschweißt werden muss.
Einmal dort, wo Chap steht. Ich nenne ihn Chap, weil er auch so heißt. Also Chap Lai. Chap, ne? Abkürzung und so. Ja, wir schweißen hier und der Chap schweißt da unten. Ja. Und auf jeden Fall gibt es dort noch einen Bonus. Und zwar, wenn ihr erst 250 Monster tötet, bekommt ihr einen Erfolg. Also erstmal die 250 Mobs töten und dann schweißen. Dafür gibt es einen Erfolg. Wenn ihr das nicht macht, ist nicht so schlimm. Ich würde es auch Anfänger machen. Also von daher. So, bis jetzt sieht es doch ganz gut aus. Ah, diese lästigen kleinen Crawler. Weg mit dir. Nanu. So, immer schön auf 100 haben. So, die Hälfte haben wir schon. Also ich meine von der Temperatur. Bis jetzt läuft alles supi, so wie es sein soll. Wenn ihr natürlich weit genug weg seid, dann spawnen die erstmal dort. So, und hier haben wir jetzt einen Scrake, aber das schaffe ich eigentlich. Zack, und da unten kommt ein FP. Gut. So, noch 4 Viecher, denn die Temperatur haben wir voll. So, noch ein Vieh, der ist hier oben. Zack. Supi. Jetzt nochmal zum Shop hier vorne. Ich guck nochmal hier oben, ob hier irgendwas liegt. Nein, tut es nicht. Ja, dann heilen wir uns mal. Chap ist, glaube ich, voll. Ja. So, das können wir verkaufen. Das brauchen wir nicht. Einmal die Kampfpanzerung auffüllen. Und ja, dann kann es auch schon weitergehen. Ich weiß natürlich, was alles zu tun ist, denn ich habe das hier gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Um diesen tollen Charakter hier oben freischalten zu können, musste ich da diese Map auf schwer und ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall auf schwer spielen, und das war schon ein starkes Stück. Aber ich habe es halt geschafft. Ich weiß nicht, ob es nur im Sommer-Event machbar war. Das müsste man jetzt mal versuchen. Falls einer von euch Killing Floor kaufen sollte und mal zocken will, ich zocke das zu jeder Zeit sehr gern. Einfach mal fragen, alles kein Problem. So, wir aktivieren jetzt den Reaktor hier. Der Reaktorkern, der soll hier in die Luft gesprengt werden. So, wir gehen hier nach oben, denn die spawnen alle von unten und oben. Hier ist eigentlich ein guter Punkt also, um die Viecher zu empfangen, sage ich mal so. So, 3 Minuten überleben. Alles kein Problem. Was haben wir denn da? FP oder was? Ach, hat er sich vertan. Ja, ist doch kein Problem. Lieber einmal zu viel, also lieber einmal falsch sagen, pass auf, als einmal zu wenig.
Oh, da ist doch ein FP. Also diese großen Dinger da sind die FPs, Flashpoint, Flashpound. Und die sind richtig, richtig, richtig kacke. Also die, mit denen muss ich mich sehr oft auseinandersetzen. So, und ja, ich habe übrigens die geschnittene Version. Ich habe zwar viele Videos gesehen, wo man sich, also wie man sich das umstellt auf ungeschnitten, also auf Uncut. Allerdings bin ich mir da nicht so ganz so sicher von wegen hier Uncut und also zumindest umstellen auf Uncut. Denn ich habe auch ein paar negative Sachen gelesen, dass man halt gebannt werden kann und bla aus Steam. Und da ist mir das Ganze halt ein bisschen zu wertvoll, sage ich mal so. So, er hat einen FP da hinten, ich hab's schon gesehen. Aber er kommt ganz gut klar. Hier ist noch ein Spray. Okay, geht gut. Und dieses Gewackel ist schon doof, aber was will man machen? So, 15 Sekunden noch. Was? Ach, diese scheiß unsichtbaren Viecher. Immer diese Stalker. Nee, 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 ey. So, 12 Sets noch, also 12 Monster noch. So, sieht doch ganz gut aus. Hier mal ein Stalker, zack, und da, zack. Noch ein Vieh. Und dann geht's ab zum Shop. Wir können ja jetzt schon mal shoppen gehen. Das Vieh wird entweder gleich irgendwo sterben oder uns bis hierhin verfolgen. Ja, okay, gut. Chat ist voll mit HP, gut, alles klar. Ja, übrigens, Admin und so, ein Zockerkollege hat uns, also mir, einen Server gekauft oder zur Verfügung gestellt. Und das fand ich so cool. Da hat er mich auch gleich mal zum Admin hier gemacht. Ist auch super toll. Wartet mal, ich nehme mal jetzt diese Waffe hier. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Wow, und wie das wackelt. So, wir holen noch welche. Zeit haben wir noch, Geld haben wir auch noch. Vielleicht haben wir etwas Glück und schaffen es noch, ein Pack zu kaufen. Perfekt, reicht. Mehr brauche ich nicht. Jetzt gehen wir da hinten hin, wieder die Treppe rauf. Die labert da eh noch ein bisschen. Und wir legen jetzt hier noch ein paar. Ja, genau, ihr seht richtig. Zwei Patriarchen. So. Und mit diesem schönen Gerät hier merke ich, wenn die in der Nähe sind, wenn ich sie mal nicht sehen sollte, dann fängt das Ding nämlich an zu piepsen und das ist total cool. So, da kommt der erste. Och nein. Ja, das ist so ein Plasmageschoss. Ah, jetzt fallen die ganzen kleinen Crawler rein, ey. Okay, ein Patriarch ist tot. Fehlt noch der andere und wir haben noch ein paar Bomben da liegen.
Ah, zwei Crawler, ey, lol. Okay, der hat sich da hinten schon wieder geheilt. Kann ich eigentlich hier durchschießen? Nee, leider nicht. Okay. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, und das war's auch schon. Jetzt wird das Auge genommen. Genau. Da liegen noch ein paar Bomben. Und jetzt müssen wir das Auge vom Patriarchen scannen lassen. Und somit kommen wir raus. Das erinnert mich sehr an Resident Evil. Wo wir aus dem Hai fahren am Ende von Teil 1. Total cool. Bumm. Haha. Ja. Das war auch der erste Teil von KFO. Transit. Sehr schön. Wir sehen uns dann in der nächsten KFO-Map. Ich denke mal, das wird als nächstes auch ein KFO sein. Machen wir die zuerst. Und ja, wenn es euch gefallen hat und falls ihr mitspielen wollt, holt euch das Spiel und schreibt mir einfach eine PN. Ich freue mich auf jeden Fall und danke fürs Zuschauen.